Himmelstöne mich am Staube, klingt dort umher, wo weiche Menschen sind. Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind. Zu jenen Sphären mag ich nicht zu streben, woher die holde Nachricht tönt. Uns doch an diesen Klang von Jugend auf gewöhnt, ruft er auch jetzt zurück mich in das Leben. Sonst stürzte sich der Himmelsliebe Kuss auf mich herab in ernster Sabbatstille. Da klang so ahnungsvoll des Glockentones Fülle und ein Gebet war brünstiger Genuss. Ein unbegreiflich holdes Sehnen trieb mich durch Wald und Wiesen hinzugehen und unter tausend heißen Tränen fühlte ich mir eine Welt erstehen. Das Lied verkündete der Jugend muntere Spiele, der Frühlingsfeier freies Glück. Erinnerung hält mich nun mit kindlichem Gefühle vom letzten, ernsten Schritt zurück. O, tönet fort, ihr süßen Himmelslieder! Die Träne quillt, die Erde hat mich wieder. Einmal da unten stehen. Herrgott, dafür gebe ich mein Leben hin. Na was, ich gehe nach Graz. Da wird auch sehr gut Theater gespielt. Hier wirst du doch nicht engagiert, wenn du nicht von einer ganz großen Bühne kommst oder so eine Protektion hast. Hättest du lieber abgeschlossen nach Olmütz. Alter, wirst du im Kopf durch die Wand. Was hast du davon? Kein Engagement. Nein, nein, nein. Ich gehe lieber nach Leitmeritz, mein Lieber. Da kriege ich wenigstens große Rollen zum Spielen. Den Romeo, den Ferdinand. Was gibst du hier, wenn du doch am Dienstag beim Vorsprechen Glück hast? Ein Diener, einen reitenden Boten. Die Pferde sind gesattelt. Nur neben ihm stehen möchte. Neben ihm spielen dürfen und lernen von ihm. Wenn ich auch noch jung bin, ich weiß doch, was ich kann. Nur dranlassen sollen sie mich, dranlassen. Ist die Hand, Baronin. Oh, Direktor? Keine Premiere ohne die schönste Frau von Wien. Setzen Sie sich zu mir. Der Stuhl bleibt leer. Wie immer. Schade, dass Ihr Gatte so wenig Interesse für die Kunstbegeisterung seiner charmanten Frau hat. Interessen sind Geschmackssache, Direktor. Dafür hat er auch volles Verständnis, dass ich mich für Pferde und ländliches Idyll nicht besonders zu erwärmen vermag. Mein Kompliment für die Aufführung. Wird er es wieder einmal hinreißen? Warum sieht man ihn denn niemals bei deinem Jour? Das ganze Theater gibt sich bei dir in Rendezvous.
Ich schicke ihm jedes Mal eine Einladung, aber... Er geht nirgends hin, Hoheit. Er ist ein Sonderling par excellence. Er kommt, probt, spielt und geht. Immer allein. Interessant. Ich schwärme für ihn. Wäre es nicht so absurd, ich könnte am Bühnentür und mit einem Blumenstrauß auf ihn warten. Auch das wird Ihnen wenig nützen. Ich verrate da zwar ein strenges Geheimnis, aber jetzt bleibt unter uns. Mein Wort. Jeden Abend nach Schluss der Vorstellung? Sie nach Hause. Ich gehe noch ein wenig zu Fuß. Jawohl, Frau Baronin. Ich lasse Sie erst 43. Verzeihung, aber das ist mein Wagen. Darüber könnte man streiten. Aber wozu? Es wird mir ein Vergnügen sein, Sie nach Hause zu fahren, Herr Mitterer. Darf ich vorstellen? Hamlet, Prinz von Dänemark. Sedelmeier, Souffleur des Burgtheaters. Beinahe vergessen. Nepomuk, mein Kater. Die Dame bleibt ein Geheimnis. Sage der Dame, warum du an meiner Stelle in meinem Wagen fährst. Ja, das ist, weil wir lieben es nicht, wenn man um uns so ein Geriss macht. Wir lieben es nicht. Wir haben zu arbeiten. Das Theater ist für mich nicht zu Ende, wenn der Vorhang fällt. Es beginnt um 10 Uhr morgens und endet nie. Des Rätsels Lösung, gnädige Frau, ich bedauere. Sie haben mich nicht enttäuscht, wenn Sie das meinen sollten. Und ich habe keinen Grund länger... Bewahren Sie Ihr Geheimnis. Es reizt mich nicht so, wie Sie das meinen. Und es könnte Ihnen unangenehm sein, wenn wir uns noch einmal begegnen sollten. Ich hoffe es doch. Sie haben mich eingeladen. Sie haben mir nicht einmal einen Stuhl angeboten. Und jetzt werfen Sie mich auch noch hinaus? So war das nicht gemeint. Doch, doch. Was macht es? Bitte schön. Geben Sie mir Gelegenheit, Ihre Gastfreundschaft zu erwidern. Oder werden Sie auch noch so ungalant sein, mich vergeblich bitten zu lassen? Es reizt mich nicht, eine Rolle in der Gesellschaft zu spielen. So bescheiden oder so eitel? Dass Sie meinen, das Leben habe Ihnen so gar nichts zu bieten? Ich habe zu arbeiten. Ja, ja, ich gehe schon. Ich gehe schon. Meine Karte? Und Sie werden kommen, wenn ich Ihnen die Einladung schicke? In Gottes Namen, ja. Also, wenn dieser aufdringlichen Person sie mir die ganzen Erdefinuren anbringt, gerade die oberen, habe ich noch erritten können. Ist ja zu blöd, ist mir noch nie passiert. Also, ich bin eben nicht darauf eingerichtet, auf Damenbesuche mitten in der Nacht. Der Münde kommt gleich. Baronin Seebach? Schon wieder diese verrückte Ehrgeizige? Soll ich endlich in Ruhe lassen? Sedelmeier, das Ganze war eine Falle.
eine abgekartete Niederpracht, um mich in ihren Paradestall zu bekommen. Und ich, Trottel, habe auch noch zugesagt. Ja, ich denke nicht daran. Hörst du? Glocken. Echte Glocken. Unter einem Frühlingshimmel. Das gibt es wirklich. Da klang so ahnungsvoll des Glockentones Fülle und ein Gebet war brünstiger Genuss. Ein unbegreiflich holdes Sehnen trieb mich. Du brauchst mir nicht zu soufflieren, Sedelmeier. Ich fühle es. Eine Kirche, hinter der nicht die Leere der Bühne gehen. Komm. Wenn es nicht unbedingt sein muss, ich möchte schon lieber heraus und bleiben. Jetzt, mein Virginia hat gerade so einen wunderbaren Zug. Das möchte man doch nicht. Beim Himmel dieses Kind ist schön. Eine heilige Sedelmeier. Also heilige, das finde ich ein bisschen übertrieben. Nicht? Ja, es ist ein sehr nettes, liebes Mädel, aber heilige, was? Sie ist die Tochter von Schneider aus Nussdorf. Schneider. Nennt er sich. Schneider, bitte. Schauen Sie mal die Hosen, die er mir gemacht hat. Ganz verschnitten, aber zwei Hullen nimmt er dafür. Immer bei Niedersitzen muss ich bei den Knien raufziehen, damit es mir nicht platzt. Das ist ja peinlich, nicht nur eine Wut habe ich auf diesen Menschen, aber der sieht mich nie wieder. Nie wieder! Messen Sie die Knieweiten nur genau, Herr Schindler, sonst wird die Hosen wieder zu eng. Diese Hosen kann Ihr Glück sein. Das da. Das Bild dort. Ist das Ihre Tochter? Ja, das ist meine Tochter Magdalene. Ja, und wo ist sie denn? Was soll denn Lene? Jeden Augenblick muss sie zurück sein. Liefern gegangen ist sie. Aber diese junge Mädelmann, schöne Auslange der Stadt, sehen Sie fertig. Schauen Sie, Herr von Mittler. Herr von Mittler, können Sie sich ganz auf mich verlassen. Wann soll ich denn morgen zur Anruf kommen? Ja, danke, nicht nötig. Ich komme selbst. Morgen komme ich wieder. Aber Herr von Mittler, brauchen Sie sich nicht zu bemühen. Es wird uns eine Ehre sein, Herr von Mittler. Sie haben, Herr von Mittler. Grüß Gott. Ja, das war der Lene. Ich hatte die Liebe.
bitte schön, wer ist denn? Ich bin's nur. Verlini. Da schauen Sie her, was der Kritiker von mir geschrieben hat. Von Ihnen? Stehen Sie in der Zeitung? Ja, das heißt endlich meinen Namen. Auch gemeint hat er mich damit. Hören Sie zu. Das Theater braucht junge Talente, deren Jugend ersetzt, was an Können noch fehlt. Und Jugend habe ich hier. Das heißt, das Können auch. Aber das weiß ja der Kritiker nicht. Er schreibt, Jugend ist unwiederbringlich. Auch ein Mitterer war einmal jung. Ein Geschenk des Himmels ist das, wo ich übermorgen zum Vorsprechen gehe. Dann hat es also schon geholfen. Was hat geholfen? Sie lachen mich doch nur aus, wenn ich es Ihnen sage. Haben Sie vielleicht den Kritiker schöne Augen gemacht? Aber nein. Nur im Kittel mit dem heiligen Antonius habe ich Ihnen geweint, dass es Ihnen hilft. Schauen Sie, es lachen Sie doch. Und mir ist so heiliger Ernst. Oh nein, Frau Leni. Ich lache Sie bestimmt nicht aus. Lieb, Sans. Furchtbar lieb. Und ich danke Ihnen schön fürs Kitterl. Bestimmt wird's mir helfen. Übermorgen. Beim Vorsprechen. Der liebe leichte Schwinger trug mich. Kein steinernen Bollwerk kann er die bewähren. Und liebe Bart, was irgendwie kann. Drum hielten deine Vettern mich nicht auf. Wenn sie dich sehen, sie werden dich ermorden. Ach, deine Augen flogen mir mehr Gefahr als 20 ihrer Schwerter. Blick du freundlich, so bin ich gegen ihren Hass gestählt. Ich wollte um alles nicht, dass sie dich sehen. Vor ihnen hüllt mich Nacht in ihren Mantel. Liebst du mich nicht, so lasse nur mich finden. Durch ihren Hass zu sterben wäre mir besser, als ohne deine liebe Lebensfrist. Wer zeigte dir den Weg zu diesen Orten? Die Liebe, die zuerst mich forschen ließ. Sie lieh mir Rat, ich lieh ihr meine Augen. Ich bin kein Steuermann, doch werden die Herren wie du. So eine angenehme Unterbrechung. Sie stören ihn, am allerwenigsten jetzt. Danke. Gut. Verzeihung, ich bin aber noch nicht fertig. Danke, habe ich gesagt. Das genügt mir. Der Nächste. Was steht zu Diensten, Baronin? Ich habe eine Bitte, Direktor. Aber Sie dürfen sie mir nicht abschlagen. Sie wissen, ich kann Ihnen niemals etwas abschlagen. Umso besser. Dann kommen Sie also auf meinen nächsten Jour und geben ihm die direktoriale Wahl. Sie werden eine Überraschung erleben. Mehr sage ich nicht. Denken Sie noch nicht. Von Ihrer Person bin ich noch ganz andere Suchen gewöhnt. Wer ist sie denn? Was, die kennen uns nicht? Nein. Durch die Seebach. Was? Die berühmte Baronin Seebach, bei der all die großen Schauspieler verkehren? Das alle nicht. Wir haben ja noch jedes Mal abgesagt. Ah, die Baronin Seebach schickt uns eine Einladung, damit wir nicht vergessen. Das ist eine aufdringliche Person. Ich gehe nicht hin. Ich hätte nie hingehen sollen. Ach so, zum Schneider. Na, jetzt haben sie die Hosen am Hals. Du wirst sie bezahlen. Und ich? Jawohl, du. Den bezahlen und Schluss. Und jetzt gleich? Jawohl. Gleich. Engagiert? Engagiert? Also ein Loch. Nix ist. Aus ist. Danke, der Nächste. Schaut ums Kettel, Herr Leni. Nix hat's geholfen. An was soll ich denn glauben? An Sie, Herr Rainer, an Ihr Können. An was Können? Eine Protektion müsste ich haben. Eine Einladung zur Baronin Seebach. Aber die kriegt er nur, wenn er berühmt ist. Und mich hat's unterbrochen, mitten in der schönsten Stelle. Umbringen nicht das Können. Seien Sie nicht traurig, bitte. Ich glaube so an Sie. Mein Gott, wenn ich Ihnen doch nur ein Schlitzern helfen würde. Ja, wenig. Na, lass es gut sein, Frau Leni. Ich setze mich wieder ins Kapitän und warte, bis ein Agent kommt und zu mir sagt, komm uns da hol mit, Herr Rainer. Sie sind ein Genie. Die Hosen, die Hosen. Gerade wegen deiner Hosen wird der Herr Mitterer zu einem Schneider in Nussdorf kommen. Aber gestern, bei der Anprobe, war er doch sehr zufrieden. Zufrieden? Du Depp. Keine Dank geschaut hat er die Hosen. Nur allerweil das Bild von der Leni. Wegen dem Mehl hat er sich die Hosen anmessen lassen. Und weil es wieder nicht zart war, ist er heute einfach weggeblieben. Aber schau, er kann doch noch kommen. Jetzt um 4, wo er gesagt hat, um 12 ist er da. Nein, der kommt nicht wieder, das sag ich dir. Der kommt nie. Oh.
aber die Lene wird ihm die Hosen bringen. Sonst kommt der Vater hier immer selbst. Aber er lässt schön grüßen und Sie möchten die Hosen noch einmal überziehen, im Fall noch was zum Ändern ist. Zu ändern? Nein, nein. Ich bin schon zufrieden, wie es ist. Es soll eben sein. Es ist schön, dass Sie gekommen sind. Wenn die Mutter mich nicht geschickt hätte, wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen. Ach, die Mutter hat Sie geschickt? Ja, aber ich bin sehr gern gekommen. Sehr gern. Wirklich? Und ich bin so froh, dass ich jetzt hier sitzen darf und mit Ihnen sprechen kann. Ich auch. Sagen Sie, Herr von Mitterer, Sie sind doch so ein berühmter Mensch und spielen so große Rollen. Haben Sie mich spielen sehen? Nein, noch nie. Die Mutter erlaubte nicht, dass ich ins Theater gehe. Und dabei möchte ich so furchtbar gern einmal den Romeo sehen. Den Romeo? Den habe ich auch gespielt. Ja? Oh, wundervoll müssen Sie gewesen sein als Romeo. Warum glauben Sie das? Weil Sie doch so berühmt geworden sind. Sagen Sie, haben Sie es auch einmal so schwer gehabt, engagiert zu werden? Wieso auch? Weil, ich meine, es muss doch furchtbar schwer sein, so berühmt zu werden wie Sie. Aber warum wollen Sie das wissen? Weil ich möchte so gern wissen, wie man das anfängt, berühmt zu werden. Es ist doch so gleichgültig, ob ich berühmt bin oder nicht. Ich will es doch gar nicht sein. Nicht daran denken will ich, an das ganze Theater, die Arbeit, die Rollen. Sie wissen gar nicht, wie glücklich ich bin, dass Sie nichts vom Theater wissen, nur dass Sie mich nie gesehen haben und dass Sie jetzt hier sitzen, hier, in meinem Zimmer. Darf ich Ihnen etwas anbieten? Ich weiß nicht, irgendetwas zu trinken vielleicht. Was kann ich Ihnen bringen? Ein Soda mit Himbeer, wenn ich haben könnte. Himbeer mit Soda? Ja. Hm. Sedelmeier, ach nein, sofort einen Augenblick. Ich bin nämlich allein. Ich bin sofort wieder da. Untröstlich. Aber ich habe weder Himbeer noch Soda im Hause. Und kalten Kamillentee wage ich nicht, Ihnen anzubieten. Aber nein, danke schön, ich muss eh schon gehen. Wo bleiben Sie doch? Ich habe mich so gefreut. Nein, nein, ich bin schon viel zu lang ab. Und ich soll Sie nicht wiedersehen? Herr von Mitterer, haben Sie am Freitag um 5? Haben Sie da was vor? Am Freitag um 5? Wollen Sie zu uns kommen nach Nussdorf? Auf einen Kaffee? Oder ist das sehr unverschämt, was ich eben gesagt habe? Unverschämt? Ich komme. Dankeschön. Und da sind Sie, Flamini. Jetzt bin ich ganz umsonst wegen dieser depperten Hosen. Bring die Hosen. Haben Sie mir die Gerät mitzunehmen? Mhm. Ja. Schauen wir mal die Hosen an. Ob aus der etwas geworden ist, damit sich wenigstens etwas ausgezahlt hat. Ich weiß nicht. Ich komme mir aber sehr schmal vor. Ich noch was denn? Aber da brauche ich ja gar nicht mehr zu. Bitte, also was? Ich habe ihm doch...
Sie haben doch gehört, wie ich Ihnen gesagt habe, 24 Zentimeter soll er nie weiternehmen, nicht wahr? Nein, nein, der folgt nicht aus so was Bockbeiniges, so was Dickschädeliges, wie so ein Schneider, habe ich mir, nein, warum macht er sich so eng, damit man sich so hinaufziehen muss, damit einem kein Manier passiert, an einer Stelle beim Niedersitzen. Und sein Geld und wir haben uns in Ruhe erledigt. Jetzt wenn wir sagen, Herr Mitterer, das wäre eh gar nichts draus geworden. Sicher, das wäre nichts draus geworden. Besser, sie bleiben beim Hamlet und beim Gemünde und. Und sie haben ja selbst gesagt, sie könnten schon ihr Vater sein. Edelmeier, du bist ein Riesenrindfisch. Sie hat mich eingeladen. Mich eingeladen? Ui, jetzt ist passiert. Herrn Rainer. Bitte? Danke. Papa? Ja, was ist? Hier ist ein Brief für Sie. Ja, danke schön. Nix nur daher. Wollen Sie nicht aufmachen, bitte schön? Was gut, steht eh nicht drin. Das bin ich schon gewähnt. Feleni! Jetzt fliegen Sie wieder mit ihr auf. Ich glaube, ich träume. Wieso denn, Herr Rainer? Wissen Sie, was das ist? Eine Einladung. Eine Einladung von der Baronin Seebach an mich. Aber sie kennt mich ja gar nicht. Feleni, erinnern Sie sich, gestern, wie ich vorgesprochen habe, und sie hat mir unterbrochen, und ich hab gedacht, das ist aus. Und nichts aus war's. Angefangen hat's. Sie hat mich gesehen, ich hab ihr gefallen. Und da hat's mir eine Einladung geschickt. Ja, freilich. Da hat sie Ihnen eine Einladung geschickt. Seht, Frau Leni, ihr Ketterl hat doch geholfen. Ich hab Ihnen doch gesagt, man muss nur dran glauben. Ja, ja, das ist wahr. So ist das im Leben. Manchmal glaubt man, das Glück hat einen ganz verlassen. Dabei steht niemand hin und nur Backen braucht man's festhalten. Für wann ist denn die Einladung? Wann muss ich denn hingehen? Freitagnachmittag um 5. Freitagnachmittag um 5. Gar keine Mühe. Warum? Ich sterbe vor Neugierde. Aber warten Sie bis nachher, teure Kollegin, sonst kommen Sie nicht auf Ihre Kosten. Geheimnisse sind nur so lang was wert, als Sie es sind. Der ewige Kritiker. Ja. Dabei ist meine Überraschung für Sie von ganz besonderem Reiz. So? Und da könnte man ja neugierig werden. Pardon, einen Augenblick. Ein neuer? Den habe ich noch nie beim Schuh gesehen. Beim Schuh haben Sie ihn bestimmt nie gesehen. Aber neu ist er gerade nicht. Eher zu alt für eine so schöne Frau. Als Gatte. Frau Zeich, ich wollte dich nur noch einen Augenblick sprechen. Gerne, sehr gerne, Cherie. Aber dass doch immer die unglücklichsten Momente für ein Täter auswählen muss. Du weißt doch, dass ich Freitag meinen Schuh habe. Freitag und alle übrigen Tage, meine Liebe. Ist ja vor allem Kunst und Künstler, die täglich hier ein- und ausgeht, komme ich nur sehr wenig zum Genuss deiner Gegenwart. Willst du nicht hierbleiben? Nein, ich möchte nicht stören. Ich wollte mich nur verabschieden. Weshalb? Wärst du schon heute aufs Gute hinaus? Ich kann leider nicht warten. Es ist nur sehr schade, dass es mir nicht gelungen ist, dich zu bewegen, mich wenigstens dieses eine Mal zu begleiten. Aber Cherie, du siehst doch, wie unabkömmlich ich hier bin. Allerdings. Grüß Sie, Gott, Direktor. Ist die Hand, Baronin. Mein Versprechen habe ich gehalten. Wo bleibt das Ihre?
Ihre Einladungskarte, mein Herr. Darf ich Sie bitten, einen Augenblick zu warten? Einladungskarte weitergegeben. An wen? Irgendeinem jungen Mann. Das ist ja toll. Gnädigste Frau Baron. Rainer. Josef Rainer ist mein Name. Ich bin Ihnen ja so dankbar, dass Sie mir die Einladung geschickt haben. Sie können nicht ahnen, was das für mich bedeutet, dass Sie auf mich aufmerksam geworden sind. Neulich im Theater, da habe ich gedacht, es ist alles aus. Und jetzt bin ich hier. Tja, jetzt sind Sie hier. Wie war doch der Name? Rainer. Josef Rainer. Ihren Arm, Herr Rainer. Meine Damen, meine Herren, nach der Neugier zu schließen, mit der Sie auf meine Überraschung gewartet haben, hat jede von Ihnen bestimmt damit gerechnet, dass ich Ihnen eine Berühmtheit vorstellen werde. Aber sagen Sie selbst, wäre eine Berühmtheit unter so viel Berühmtheit noch eine Überraschung? Bravo. Ihre Zustimmung freut mich. Ich habe nichts anderes erwartet, als dass Sie mit mir der gleichen Meinung sein werden. Dass eine Überraschung in meinem Hause nur die Unberühmtheit sein kann, die Unbekanntheit, die Jugend, vor der all das noch liegt, was Sie längst erworben haben. Anerkennung, Triumph, Ruhm. Darf ich Ihnen einen jungen Schauspieler vorstellen, dessen Talent zu den schönsten Hoffnungen berechtigt? Herrn Josef Rainer. Sie machen sich selbst bekannt, nicht wahr? Bitte zu bleiben. Warum so skeptisch? Sie haben doch selbst in Ihre Kritik geschrieben, das Theater braucht junge Talente. Sie sehen, ich lese Ihre Kritik. Gewiss, durchaus. Es war nur die Überraschung. Das war ja die Absicht. Ich hatte ja keine Ahnung, dass Sie ihn kannten. Aber Direktor, ich werde doch Ihrer Meinung nicht vorgreifen. Ah, da kann ich ja selbst die Vorstellung übernehmen. Der Direktor des Burgtheaters? Der Kritiker des Neuen Wiener Journals. Nehmen Sie mal Platz. Danke sehr. In dem Kreis bin ich wohl überflüssig. Wer ist denn das? Keine Ahnung. Und da machst du ihn zu einer Sensation? Warum nicht, meine Liebe? In der Not frisst der Teufel Flügel. Also wissen Sie, Baronin, das war eine geniale Idee. Alle, weil nur berühmte Leute, das wird schon fad. Herr Kammersänger, war das ein Kompliment? Aber damit es gar nicht erst fad wird, denn sehr lange fürchte ich, hält das Interesse für unberühmte Leute nicht vor. Komm, bitte. Meine Damen und Herren, unser sehr verehrter Herr Kammersänger lässt sich beim besten Willen nicht länger zurückhalten. Aber keine Sorge, diesmal sind wir nicht den Waffenschmied, sondern ein Wiener Lied.
und meine Liebe. Ein wirklich netter junger Mann, dein Schützling. So talentiert. Ich hoffe. Weißt du, ich muss dir ein Geständnis machen. Ich habe fest geglaubt, die Überraschung wird der Mitterer sein. Mitterer? Nie daran gedacht. Es gibt kein Muss ewig und kein Glück für ewig, so ist halt im Leben. Und drum kann's auch eben, ewig nicht leben. Es kommt für alle schon einmal die Endstation, man ändert heute sein Spusi. Wie sein Lieblingsmusi, der Saison. Sag bei Abschied, leise Servus, nicht leb wohl und nicht adieu, diese Worte tun nur weh, doch das kleine Wörter Servus, ich sei lieb. Ein netter Gruß, wenn man Abschied nehmen muss. Es gibt Jahr aus Jahr ein, ein Leichen weg und neue Liebe mein. Sag dein Abschied, leise Servus, und gibt's auch kein Wiedersehen. Gern wissen, ob ein Schauspieler richtig lieben kann. Richtig lieben? Ich meine, wenn ein Schauspieler jemanden auf der Bühne umarmt und im Leben, ist das dasselbe? Dasselbe? Nein. Das eine ist nichts. Und das andere müsste der Himmel sein. Er liebt dich nicht. Liebt dich. Aber so geht doch das gar nicht. Das geht doch so. Er liebt dich von Herzen mit Schmerzen ein wenig oder gar nicht. Er liebt mich von Herzen mit Schmerzen ein wenig oder gar nicht. Herr Mitterer, wenn die Zeit macht, die beginnt der Faust. Er liebt mich von Herzen mit Schmerzen. Schon. Ein wenig oder gar nicht. Prost, dein Leni. Prost, dein Heiler. Glücklich? Ja. Ich auch. Unendlich. Wissen Sie, wenn einem so voll ums Herz ist, da kann man einfach nicht allein mit sich bleiben. Da muss man jemanden haben, mit dem man sich von der Seele reden kann. Der einen versteht. Ich hab den ganzen Nachmittag nur an Sie gedacht. Ah, was, ich soll aufhören mit dem Schmachtfetzen. Heute will ich was Fesches hören, was Lustiges. Aber gehen, ich hab das Lied gerade so gern. Wenn ich das höre, werde ich immer an den heutigen Tag denken. Tja, ein Tagerl war das heute, Herrgott einmal. Und morgen in der Früh, da geht zuerst ins Burgtheater zum Direktor und macht den Vertrag. Und dann gehe ich zum Dankbesuch bei der Baronin. Josef Rainer? Ach ja, was will er denn? Bedanken wird er sich wohl für gestern. So weit geht mein Interesse für den jungen Mann nun wieder nicht, dass er mir jetzt das Haus einrennt. Immerhin hast du ihm gegenüber so eine Art von Verpflichtung. Charmant. Gut, schick ihn herein. Machen wir dem ein für alle Mal ein Ende. Und sollte es zu lange dauern, dann lässt du den Wagen vorfahren. Ich bin engagiert. Gratuliere. Übrigens,
Guten Tag. Oh, verzeihen Sie tausendmal, Baron. Aber ich bin ja so glücklich. Ich habe eine Rolle. Don Carlos. Den Carlos? Das ging aber schnell. Ja, also eigentlich nicht direkt den Carlos, aber den Offizier der Leibwache. Auch ganz hübsch. Für den Anfang am Burgtheater, herrlich. Tja, und kann ich sonst etwas für Sie tun? Sie haben schon so viel für mich getan, dass ich gar nicht weiß, wie ich Ihnen danken soll. Machen Sie mir keine Ungelegenheiten und keine Schande. Das ist alles. Ja. Danke. Also, dann nehmen Sie Platz. Ich werde Ihnen Ehre machen, Baronin. Sie sollen Ihr Gunstkeim unwürdig geschenkt haben. Glauben Sie mir. Nicht so stürmisch, Sie Jugendliche. Was für ein Fach spielen Sie eigentlich? Jugendliche Helden und Liebhaber. Jugendliche Helden und Liebhaber. Aha. Ja, verzeihen Sie. Aber ich kann es nämlich immer noch nicht fassen, was da mit mir geschieht. Das ist wie ein Wunder. So lange habe ich gehofft und gebetet, es möge kommen. Bis ich schon gar nicht mehr dran glaubte. Da sind Sie gekommen, Baronin. Sie haben an mich geglaubt. Ihnen verdanke ich das alles. Sie sind wundervoll, Baronin. Wie alt sind Sie eigentlich? 23 Jahre. 23? Ja. Aber haben Sie nicht selbst gesagt, es liegt noch alles vor mir? Das war das Schönste, Baronin. Das werde ich Ihnen nie vergessen. Und dabei habe ich Sie so gehasst. Gehasst haben Sie mich? Ja, als Sie ins Parkett kamen und mich unterbrachen, beim Vorsprechen. Und gerade in der schönsten Liebesszene des Romeo, da an der Stelle, wo ich am besten bin, da Liebe leichte Schwingen. Haben Sie einen Augenblick Zeit? Ja, aber... Liebe leichte Schwingen trugen mich. Kein Stein am Bollwerk kann da Liebe wehren. Und Liebe wagt, was ihr und Liebe kann. Drum hielten deine Vettern mich nicht auf. Darauf sagte Julia, wenn sie dich sehen, sie werden dich ermorden. Ach, deine Augen drohen mir mehr Gefahr als 20 ihrer Schwerter. Blick du freundlich, so bin ich gegen ihren Hass gestellt. Darauf sagte Julia, einen Moment. Sagte Julia. Na, geben Sie schon her. Ach ja, danke. Da hier bitte, das ist die Stelle. Ich wollte um alles nicht, dass Sie dich sehen. Vor Ihnen hüllt mich Nacht in Ihren Mantel. Liebst du mich nicht? So lass ihn nur mich finden. Durch ihren Hass zu sterben wäre mir besser, als so mit einer Liebe Lebensfrist. Wer zeigte dir den Weg zu diesem Ort? Die Liebe, die zuerst mich forschen hieß. Sie lieh mir Rat. Ich lieh meine Augen. Ich bin kein Steuermann, doch wärst du fern wie Ufer, die das fernste Meer bespült. Ich wagte mich nach solchem Kleinod. Gern hielt ich streng auf Sitte. Möcht gern verleugnen, was ich sprach. Doch weg mit Förmlichkeit. Sag, liebst du mich? Ist der junge Mann noch bei der Baronin? Ich glaube, ja. Was, noch immer? Dann gehen Sie hinein und sagen Sie, der Wagen ist vorgefahren. Geliebte. Verzeihung, der Wagen ist vorgefahren. Ja, danke. Es ist gut. Schade, ich war jetzt so gut wie noch nie. Es tut mir leid, jetzt sind Sie zum zweiten Mal unterbrochen worden. Ja. Aber Sie können ja wieder mal vorbeikommen. Gelegentlich. Bald? Ja, auch bald. Vielleicht morgen? Also, wenn Sie es gar nicht erwarten können, schön, dann morgen. Thank you.
Baronin. Ich gratuliere zu Ihrem ersten Auftritt. In so einer kleinen Rolle? Sie waren sehr gut und sahen ausgezeichnet aus als Offizier der Leibwache. Daneben stehen und zusehen müssen, wie ein anderer den Carlo spielt und immer denken müssen, warum nicht ich? Können Sie denn nicht warten, Sie stürmische Ungeduld? Muss denn alles immer gleich morgen sein? Steigen Sie ein. Ich bringe Sie nach Hause. Sie haben mir Blumen gebracht. Und so schöne Blumen. Das sind die schönsten Blumen, die ich je bekommen habe. Sie wissen nicht, was für eine Freude. Nein, heute dürfen Sie mir nicht wieder davonlaufen. Und mich ruft kein Theater von Ihnen fort. Bitte schenken Sie mir diesen Abend. Ich spreche mit Ihrer Mutter. Sie darf Ihnen nicht böse sein. Und mich machen Sie glücklich. Heute Abend will ich unter Menschen sein. Musik will ich hören. Jesus, der Hofschauspieler. Ja, dass Sie mir wieder einmal die Ehre geben. Christian, wie extra, Christian. Ja, das ist ja eine Ewigkeit her, dass ich Sie nicht mehr gesehen habe, Herr von Mitra. Warten Sie, dass wir nicht mehr sein, so. Keine Jahre, nennt mein Bester. Davon will ich jetzt nichts mehr wissen. Was hinter mir liegt, das ist heute Abend gestorben, begraben, vergessen. Von heute ab werden Sie mich wieder häufiger bei einem Glas Heurigen sehen. Das ist ein Meinung dieses Jahr, gell? So hart und zippig. Christian, wie extra. Bei Ordnung, Herr von Mitra. Stoßen wir an, Fräulein Leni, auf die Jugend und auf dieses schöne Leben, das uns auch so viel zu bieten hat. Immer Neues, Unerwartetes, Beglückendes. Prost, Fräulein Leni. Prost, Herr von Mitra. Was ist denn? Was haben Sie denn, Kind? Warum? Aber nicht, Herr von Mitra. Schauen Sie mit, Herr Busch. Es ist nur das Lied, das du willst. Immer wenn ich das höre, muss ich weinen. Sag beim Abschied leise Servus. Nicht leb wohl und nicht adieu. Diese Worte tun nur weh. Doch das kleine Wörterl Servus ist ein lieber letzter Gruß, wenn man Abschied nehmen muss. Skip your aus, your eye, an neichen Bein und neue Liebelein. Sag beim Abschied leise Servus, denn gibt's auch kein Wiedersehen. Einmal war es doch schön. Christian, danke schön, Herr von Mitra, meine Verehrung. Bitte schön, jetzt muss ich aber nach Hause. Sonst könnte die Mutter am Ende doch noch böse sein. Schon.
und nicht wahr? Sind mir nicht böse, dass ich vorhin geweint habe. Böse? Mein Kind, sehen Sie, ich bin zwar nicht mehr der Jüngste, aber Sie haben einen Freund in mir. Einen Freund, der Sie liebt. Und der Ihnen all das geben möchte, was Sie sich wünschen. Wenn ich Sie glücklich machen könnte, ich wäre nur allzu froh. Sie sind so ein guter Mensch. Nehmen Sie doch Vernunft an. Wir stehen mitten in der Spielzeit in einer neuen Inszenierung des Hamlets. Sie sind eine Säule des Repertoires. Don Carlos läuft. Ja, wer soll denn den Philipp spielen? Also schön, ich spiele ihn noch einmal. Als Abschiedsvorstellung. Aber ohne Pressereden und Feierlichkeiten. So wie ich gelebt habe, will ich verschwinden. Geheimnisvoll und ohne Trara. Sind Sie krank, Mitterer? Nein. Weder krank, noch verrückt. Ich fühle mich so gesund, so kräftig, so jung wie nie zuvor. Und Sie wollen mich im Stich lassen? Ja, wollen Sie mich denn zwingen, mit Verträgen und all dem, was uns beiden nicht liegt, gegen Sie vorzugehen? Ich kann Sie nicht einfach fortlassen. Die Generalintendanz, der Hof. Was soll ich denn denen sagen? Sagen Sie ihnen in Gottes Namen, Mitterer ist verrückt geworden. Es interessiert ihn nicht mehr. Er ist fertig mit dem Theater. Er hat andere Sehnsüchte, andere Hoffnungen. Er zieht sich ins Privatleben zurück, solange es noch Zeit ist. Und nichts in der Welt wird ihn zurückhalten, glücklich zu sein. Auf Mitterer ist nicht zu rechnen. Debatten darüber sind zwecklos. Die Hamlet-Proben werden abgebrochen. Also, ein neues Stück. Was ist lange nicht gewesen? Was braucht wenig Proben? Worin ist das Personal studiert? Bitte, Vorschläge. Kabale und Liebe. Und wer soll den Ferdinand spielen? Der Neue. Welcher Neue? Heißt er denn nur gleich? Rainer. Der Rainer? Keine schlechte Idee. Irgendetwas steckt in dem Jungen. Zumindest Temperament. Und Ehrgeiz. Jedenfalls rennt er mir täglich das Büro ein. Geben Sie ihm die Chance. Jung ist er. Stürmisch scheint er auch zu sein. Warum nicht? Aha. Na ja. Wie kommt denn der Rainer zum Ferdinand? Wo lebst denn? Auf dem Mond? Der hat doch ein Verhältnis mit der... Was? Nein. Denn los, Hamlet hat gesetzt. Von heute auf morgen. Und in Kabale und Liebe spielt ein Neuer. Aber liebe Kollegin... Affären redet man besser wohl nicht. Es tut mir leid, aber als Freund war ich verpflichtet, dir das zu sagen.
Phänomenal, mitten im Schwarzen. Ich fürchte nichts, nichts als die Grenzen deiner Liebe. Lass auch Hindernisse wie Gebirge zwischen uns treten. Ich will sie für Treppen nehmen und darüber hin in Luisens Arme fliegen. Die Stürme des widrigen Schicksals sollen meine Empfindungen vorblasen. Gefahren werden meine Luise nur reizvoller machen. Also nichts mehr von Furcht, meine Liebe. Mir vertraue ich. Ich will mich zwischen dich und das Schicksal werfen. Empfangen für dich jeden Blut. Es ist etwas Furchtbares passiert. Jeden Tropfen aus dem Becher der Freude. Ihn bringt dein Mann in der Schale der Liebe. An diesem Arm soll meine Luise durchs Leben hüpfen. Schöner als sie dich von sich wies, soll der Himmel dich wieder haben. Und voll Verwunderung eingestehen, dass nur die Liebe. Gestern, mir ist denn. War ich gut? Sehr nett, sehr brav, nur nicht so stürmisch. Sie pressen immer die ganze Luft weg. Halt, 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 halt! Herr Filmmeier, wie war ich denn? Na ja, es war ganz passabel. Sie haben berufen, bitte, bitte. Nur eins müssen Sie lernen, wissen Sie? Deutlich sprechen. Vorne, vorne, hier sitzt er, hier, Sie nuscheln. Wissen Sie? Diese eine Stelle, die habe ich überhaupt nicht verstanden. Diese, ja, so müssen Sie das hören. Das ist mir auch so, meine Luise durchs Leben hüpfen. Ungesehen, das. Dass ich von sich so ähnlich wird, so ähnlich. Na, sagen Sie mal noch eins, Herr Filmmeier, ich muss ja noch so viel lernen. Ja, ja, jetzt habe ich aber einen Hunger. Aber kommen Sie, ich habe den Dobner. Spielen wir eine Partie Piquet? Sie sind mir sowieso aber wandschuldig. Ja, danke schön, Herr Filmmeier. Wo ist er? Papa Hohn. Herr Rainer, es ist etwas Unangenehmes passiert. Herr Rainer, Papa Dobner, ich warte auf Ihnen. Ist recht, Herr Filmmeier, ich komme gleich. Sie waren auf der Probe. Sind Sie zufrieden mit mir? Ja. Ich bin ja so glücklich. Glauben Sie, ich werde Ihnen keine Schande machen morgen auf der Premiere? Ja, bitte. Ich muss mit Ihnen sprechen. Mein Mann ist plötzlich zurückgekommen. Ja, und? Und es ist mir die Gute Hand, dass ich damit zu Ihnen kommen muss. Sie haben jetzt ganz andere Sorgen. Ja, aber verzeihen Sie, ich verstehe Sie nicht ganz, Barone. Ich verstehe es selbst nicht. Ich bin selber ganz überrascht. Ich hätte nie gedacht, dass... Aber Sie wissen doch, wie die Leute sind. Sie reden und reden und zerren jedes schöne Gefühl in den Schmutz. Mein Mann hat einen Verdacht. Verdacht? Worauf denn? Auf Sie und mich. Uns? Was gibt es denn, was er nicht wissen dürfte? Dass Sie mir geholfen haben. Dass ich Ihnen dankbar bin? Dankbar. So, ja. Natürlich, es stimmt ja. Was soll denn sein? Es war ja nichts, gar nichts als das. Aber sehen Sie, so sind die Menschen. Einmal haben sie vor mir auf den Knien gelegen. Da ging die Tür auf und schon... Ja, aber Frau Baronin, das war doch nur der Romeo. Ja, ja, der Romeo. Umso besser. Ich will Sie nicht länger aufhalten. Das Café Domner wartet und der Herr Sedenmeier... Darf ich Sie begleiten? Nein, nein. Danke, gehen Sie nur. Christian. Ich möchte an Rainer sprechen. Der Herr Rainer ist nicht zu Hause. Vielleicht kann ich ihm etwas ausrichten. Wo ist Herr Rainer jetzt? Tja, ich weiß nicht, wo Herr Rainer jetzt immer ist. Sonst war um die Zeit meist im Café Dobner. Nur Geduld, Herr Sedlmeier. Ich werde es schon noch lernen. Das ist blöd. Komm, was wollt ihr denn? Das geht nicht, was? Das geht jetzt nicht mehr. Das können Sie wohl nicht zugeben. Da hat er zwei andere kassiert. Schon wieder der Kiebitz. Nächste Partie spielen wir bei mir zu Hause. Ich liebe es nicht, wenn man mir in die Karten hineinschaut. Zufrieden mit der Karte, die ich ausgespielt habe? Mit der Dicke hat. Der geht nicht. Gehen, was gibt's denn da so viel zu überlegen? Das merkt sich. Oma! Das ist ja nicht möglich. So ist mir noch nicht passiert. Da kann man ja nicht spielen, wenn einer fortwährend in die Karten. Was? Sie haben den Treff kennig und spielen ihm nicht aus? Ich bin ja aus. Was heißt, spielen nicht aus? Ich spiele jetzt, wo ich das Treff auch schon draufgegeben habe. So eine Gemeinheit. So ein Botscher
kann nicht spielen und gewinnt. Schluss. Ich kann nicht spielen, wenn man mir in die Karten hineinschaut. Sie kriegen mal von mir. Gar nichts kriegen Sie überhaupt. Jetzt kriegen Sie gar nichts. Weil ich kein Geld habe. Ich habe nicht gewusst, dass ich verliere. Ich kann Ihnen Revanche geben, Herr Sedlmeier. Revanche? Sie mir? Bitte. Ich kann ja auch verlieren. Ich werde mir das Geld schon wieder zurückholen. Das nächste Mal. Heute nicht. Denn heute hat man mir die Stimmung verdorben. Guten Tag. Wenn Sie Lust haben, spiele ich noch eine Partie mit Ihnen. Seba. Rainer. Ich weiß. Sie geben. Ich habe sieben Treffen. Was wollen Sie von mir? Karten will ich mit Ihnen spielen. Und je ruhiger das vor sich geht, desto besser. Nervös? Ich sagte sieben Treffen. Die sieben sind gut. Sie waren während meiner Abwesenheit täglich bei meiner Frau. Und 14 Könige. Ja, aber... Kein Aber. Gut? Gut. Gut. Selbst wenn das alles gewesen sein sollte, es genügt mir. Sie haben meine Frau kompromittiert. Keine Szene, wenn ich bitten darf. Und 60. Spielen Sie. Falsch. Was meinst du? Ich wünsche, jeden Skandal zu vermeiden. Ich habe nicht. Schweigen Sie. Hören Sie genau zu. Wenn Sie noch einmal wagen sollten, sich meiner Frau zu nähern, noch einmal die Frechheit haben sollten, mein Haus zu betreten, dann schmeiß ich Sie die Treppe hinunter, Sie Lümmel. Dafür werden Sie mir genug tun können. Sie wollen sich mit mir schießen. Los. Ihr Glück. Schieße mich nicht mit einem hergelaufenen Komödianten. Ihrer Frau zuliebe. Nur Ihrer Frau zuliebe. Lass ich mich von Ihnen hier beschimpfen. Was wissen denn Sie? Sie haben mich betrogen! Was ist los, meine Herren? Da hat einer betrogen. Wer? Betrogen, geben Sie die Kurzname her. Sie wollten doch keinen Skandal. Und jetzt König hat er zugeben. Wo denn versteckt hat man? Weiß ich den Ärmel. Natürlich, dann heißt er wieder die Schauspieler. Ein Feuchtspieler im Kapitän. Ja, wie hoch kommst du ins Spiel? Zahlt sie aus. Wer war denn der andere? Ich hab keine Ahnung. Was erinnerst du doch ein Wort? Was werden Sie jetzt machen? Eine schöne Geschichte. Na, unangenehm. Aber es ist doch nicht wahr! Ich habe doch nur geschwiegen, um einen Skandal zu vermeiden, der... Warum Sie geschwiegen haben, Herr Rainer, das will ich so genau gar nicht wissen. Das ist Ihre Privatsache und soll es bleiben. Aber das da, der wischt da, der spricht. Und er spricht gegen Sie. Was in der Skandalpresse steht, davon spricht Wien. So leid es mir um Sie tut. Ich kann es mit der Würde dieses Hauses, für die ich als Direktor verantwortlich bin, nicht vereinbaren, dass ein Mitglied... Sie müssen mich verstehen. Ich danke Ihnen, Herr Direktor. Ich weiß, was ich zu tun habe. Wählen Sie mich den Ballon. Aber das ist doch nicht wahr. Es ist doch alles nicht wahr. Ja, ich weiß.
war mein Fehler. Wie konnte es nun dazu kommen? Zu einer solchen Szene, die so unangenehme Konsequenzen haben kann. Ich habe mich eben hinreißen lassen. Es ist sonst nicht meine Art, Gefühlen frei Lauf zu lassen, aber seltsam, dass diese peinliche Situation mir ein Geständnis erbringt. Ein Geständnis, das einer schöneren Gelegenheit würdig wäre. Ich liebe dich nämlich. Herr Rainer möchte den Herrn Baron sprechen. Ja, ich komme. Er wartet im kleinen Salon. Überlass das lieber mir. Ich kann das besser. Bitte nehmen Sie Platz. Tja, es ist alles so anders gekommen, als wir erwarteten. Sie und ich. Ihnen ist Unrecht geschehen. Uns beiden ist Unrecht geschehen. Und Sie haben es auf sich genommen. Frau Baronin, ich... Ich weiß. Sie haben es für mich getan. Natürlich hätten Sie Rechtfertigung fordern können. Rehabilitierung, alles. Mein Mann trägt die ganze Schuld. Er hat sie beleidigt, einen Skandal provoziert. Und sie haben ihn davor bewahrt. Ihn und mich, indem sie schwiegen. Sie haben sich wundervoll benommen. Sie waren ein Kavalier. Und jetzt spielen sie so eine schlechte Rolle. Für die Welt. Nicht für mich. Frau Baronin, Sie missverstehen mich. Ihr Mann... Ich verstehe. Aber versuchen Sie, meinen Mann zu verstehen. Auch er hat es für mich getan. Er liebt mich. Und ich bin seine Frau. Unsere Ehe, unser Name in der Gesellschaft. Alles stand in Gefahr, in den Schmutz gezogen zu werden. Mein Mann lässt Ihnen durch mich dafür danken, dass Sie die Haltung bewahrt haben, die er einen Augenblick lang vergaß. Ich habe Sie verstanden, Frau Baronin. Was ist denn, Mutter? Was ist? Gekündigt hat er uns, der Herr Rainer. Auf so einen Zettel mit Bleistift geschrieben, dass man es gar nicht lesen kann. Und mit einem Buben geschickt, weil er sich selber nicht hertraut, der vornehme Herr. Dazu war man ihm gut genug, dass man durchgefüttert haben, wie er nichts gehabt hat. Die Hosenknöpfe hat er sich annähen lassen von dir. Und jetzt soll ich einen Zins aus dem Nachkastel nehmen und seine paar Sachen, die soll ich noch gerade schicken zu seiner Frau Mutter. Er kommt gar nicht mehr her. Gell, da schaust. Wieder mal Adieu, hat er dir gesagt. Wenn's dir jetzt heißt, fangst deine. So ein saudummes Mädel habe ich zur Welt bringen müssen. Frau K. und K. Hofburg-Schauspielerin hättest werden können. Aber was willst denn? Du sagst das. Was ich weiß, das weiß ich. Frau K. und K. Hofburg-Schauspielerin hätte sie werden können, wenn sie doch einmal Friesen hätte bis herab auf die Erde. Ich zermarter mir den Schädel, wie ich dich unter die Hauben bringen kann. Da ist ja kein Wunder, wenn du sitzen bleibst. Den einen willst du nicht und der andere will dich nicht. Der nicht. Ich weine ja gar nicht. Ich denke schon lange nicht mehr an ihn. Das will ich auch hoffen. Hier ist es.
grüß Gott. Der Herr von Zedlmeier, so ein seltener Gast. Gerade hat mir die Leni gesagt, wie schade, dass der Herr von Mitra sich so lange nicht mehr bei uns versteht. Ja, na also, deshalb brauchen Sie ja nicht zu weinen. Wir haben sogar sehr viel von Ihnen geredet. Und die Ohren müssen ja doch gesaust haben. Bitte schön, ja. Frau Schindler, Herr Schindler, ich habe mit Ihnen unter vier Augen zu reden. Leni, gleich gehst du über die Straßen und holst unser Kriegerbier. Oder wäre aber ein angenehmer... Aber, der rangieren Sie sich nicht meinetwegen. Verweinen Sie mir lieber. Aber bitte schön, ja. Setzen Sie mir doch, Herr von Zedlmeier. Ja. Um was handelt es sich denn? Ja. Ja, was, Frau Schindler, Sie sind doch eine gescheite Frau. Haben Sie was bemerkt? Mein Gott, Herr von Zedlmeier, so geheimnisvoll. Was soll ich denn gemerkt haben? Jetzt tun Sie nicht so, oder? Das müssen Sie doch bemerkt haben, dass der Herr Mitterer sehr gern hierher gekommen ist. Nicht wegen der Hosen. Nicht zum Drang sind Sie. Meine ist mir direkt... Also bitte, das nur so nebenbei, nicht wahr? Der Grund, weswegen er hierher gekommen ist das Fräulein Leni. Bitte, ich gebe zu, sie ist ein hochachtbares, anständiges, braves Mädchen. Darauf habe ich den Herrn Mitterer nichts erwidern können. Und der Herr Mitterer, also, ich glaube, darüber braucht man nicht zu reden. Ich meine, das erübrigt sich nur, wenn er auch nicht mehr der Jüngste ist. Aber die meisten Männer in seinem Alter sind viel älter als er. Und jedenfalls ist er noch ein Mann, der eine Frau sehr glücklich machen kann. In seinem Namen bin ich hier, um Sie zu fragen, ob... Sie gefragen, ich meine, das Ganze ist nur eine Formalität. Das Ganze ist ein Glück für das Mädchen, für die Lene. Es ist eine Auszeichnung. Ich entledige mich mit meines Auftrages und bitte Sie, im Namen des Herrn Hofschauspielers Mitterer, um die Hand Ihrer Tochter Lene. Der Hofschauspieler will meine Tochter heiraten? Ja. Und wenn die Frau Leni ja sagt, so schickt der Herr Mitterer diesen Ring zur Verlobung. Jesus, Mann, Josef, lauter Brillanten. Schau, Leni, was ist denn mit dir? Es ist was Furchtbares passiert mit dem Herrn Rhein. Ein Skandal hat es gegeben. Das gibt's doch nicht. Was hier steht, das gibt's doch nicht! Vater, der Herr Rainer ist doch kein Fahrspieler! Was ist schon wieder mit dem Herrn Rainer? Ich lass mich auf, Mutter! Das ist doch alles nicht wahr, das mit dem Zettel! Wo ist er denn? Wo ist... Liebe Frau Schindler, mein Zimmer wird frei. Schicken Sie meine Sachen meiner Mutter nach Graz. Geld für den Zins. Ich komme nicht mehr zurück. Schönen Dank für alles. Grüßen Sie mir die Leni. Sie war immer gut zu mir. Ja, wisst ihr denn, was das heißt? Habt ihr denn keine Augen? Er wird sich was antun. Ich kenne ihn doch. Ich fühle es doch. Ich hab's doch gespürt, dass da was nicht stimmt. Was fällt da denn ein? Was soll denn der Herr Zedlmeier? Es ist mir gleich, wer das hört. Jeder kann es hören. Ich schreie es hinaus. Herr Zedlmeier! Sie kennen ihn doch, den Rainer, den Josef Rainer. Morgen soll er den Ferdinand spielen. Können Sie das von ihm glauben, dass er ein Falschspieler ist? So helfen Sie ihm doch, so sagen Sie doch, was ich tun soll. Wo ist er? Er tut sich was an, ich muss zu ihm. Er darf nicht, oh heiliger Himmel, er darf nicht. Ich hab ihn doch so lieb. Schauen Sie, Frau Lene, so weinen Sie nicht, dann er wird sich schon nichts antun. Er hat doch heute am Abend zu spielen. In Carlos. Geht, lieber Marquis.
Ruhe meinem Herzen und meinen nächten Schlaf zurückzubringen. Sedlmeier, warum bist du nicht gekommen? Sedlmeier, hörst du mich? Ja. Wolltest du mich warten? Was hat sie für ein Gesicht gemacht? Was hat sie gesagt? Was will denn so ein junges Mädel sagen? Sie war sehr aufgeregt und sie... Sedlmeier, verbirgst du mir was? Sie hat doch nicht Nein gesagt. Nein, nein. Nein hat sie nicht gesagt. Sag mir nur eins, hat sie den Ring behalten. Den Ring. Den Ring? Ja. Ja? Ja. Den hat sie behalten. Sie hat ihn behalten. Na also, mehr wollte ich ja nicht wissen. Melden Sie mich dem Herrn von Mitter. Dem Herrn Mitter? Jawohl, dem Herrn Mitter. Sagen Sie ihm, das Fräulein Schindler muss ihn sprechen. Die Leni Schindler. Also gut, aber da müssen Sie warten. Bitte sehr, Fräulein Schindler, wo ist mit mir kommen? Der Herr Mitter lässt bitten. Entschuldigen Sie, ich wollte zu Herrn von Mitter. Aber Kim, erkennen Sie mich denn nicht? Sehen Sie mich doch an. Ich bin es doch. Kommen Sie doch näher. Es ist nur ein Kostüm, eine Maske, ein bisschen Schminke, falsche Haare, all das, was es nicht mehr geben wird ab morgen. Herr von Mitter. Aber nun sehen Sie mich doch nicht so fremd an. Setzen Sie sich doch. Bitte. So. Sind Sie, so sieht das eben aus. Theater. Hier habe ich bisher gelebt und geglaubt, das wäre das Leben. Aber das sieht doch nur nach etwas aus. Jetzt sitzen Sie hier und es ist nichts. Herr von Mitter, Sie haben mir einmal gesagt, ich habe einen Freund an Ihnen. Einen Freund, zu dem ich kommen kann, wenn ich nicht mehr aus- und einweiß. Ja? Hier ist ein Schauspieler engagiert, ein junger Schauspieler. Glauben Sie nicht, was man von ihm sagt, nichts. Etwas Furchtbares ist ihm passiert und ich darf nicht zu ihm, Sie lassen mich nicht zu ihm. Und er hört ja auch nicht auf mich. Wer bin ich denn? Ich bin ihm ja nicht. Aber auf Sie würde er hören. Sie sind der Einzige, von dem er immer gesprochen hat, den er so verehrt. So ein großer Schauspieler hat er werden wollen, wie Sie sind. Und er kann doch so viel. Er ist noch so jung, 23 Jahre. Er wird sich was antun, wenn Sie ihm nicht helfen. Helfen? Ihm? Ja, was denn? Wie denn helfen? Ich bin ja schuld dran, dass es dazu gekommen ist. Ich habe ihm die Einladung verschafft zu der Baronin. Seien Sie mir nicht böse, ich habe es Ihnen gestohlen damals. Alles habe ich falsch gemacht und jetzt braucht er mich und ich kann ihm nicht helfen. Kein Mensch kann ihm helfen, nur Sie. Ich bitte Sie, Herr von Mitter. Ich bitte Sie. Wer? Wer ist dieser Herr? Rainer heißt er. Josef Rainer, den Offizier der Leibwache, spielt er heute. Und morgen soll er den Ferdinand spielen. Nein, nein. Was ist der Ihnen? Nein, nicht, nicht. Nicht weinen. Weinen Sie nicht! Seien Sie ruhig. Ich werde mit ihm sprechen. Diesem Herrn Rainer. Danke. Danke. Bitte rasch, rasch, es ist höchste Zeit. Frau Nini? Frau Nini?
Herr Silmeier in den Kasten, der letzte Akt ist eingeklingelt. Ja. Kann ich hier warten, bitteschön? Ja, ja. Setzen Sie ihn nur dorthin. Nun, will niemand antworten. Jeder Blick am Boden, jedes Gesicht verhüllt. Mein Urteil ist gesprochen. In diesen stummen Mienen lese ich es verkündigt. Herrlich, das ist Sturm! So fürcht ich. Man bringt herauf, man kommt! Legion, wo ist der König? Ganz Madrid in Waffen. Zu tausend umringt der wütende Soldat, der Pöbel im Palast. Prinz Carlos, verbreitet man sein Verhaft genommen, sein Leben in Gefahr. Das Volk will ihn lebendig sehen, aber ganz Madrid in Flammen aufgehen lassen. Rettet! Rettet den König! Steht mein Thron noch? Bin ich noch König dieses Landes? Nein, ich bin es nicht mehr. Diese Memmen weinen. Von einem Knaben war ich gemacht. Man wartet nur auf die Losung, von mir abzufallen. Dorthin! Dort werft euch nieder! Vor dem Blühenden, dem jungen König, werft euch nieder. Ich bin nichts mehr. Ein ohnmächtiger Greis. Fahr er nicht wieder hinreißen, dieser Mitterrand. Wieder, meine Gnädigste. Zum ersten Mal seit Jahren hat er mich überzeugt. Diesmal hat er sogar Herz gehabt und Gefühl. Was ist für ein Ding da? Was sie meine, was hat sie denn gesagt? Was sie gesagt hat. Dass sie mich liebt, hat sie gesagt. Dass ich ihr alles bin. Der einzige Mann auf der weiten Erde, der sie glücklich machen kann. Auf den sie gewartet.
Garderobe dieses Herrn. Reiner. Ist hier auf unserer Seite. Im vierten Stock oben. Ist die letzte Tür. Ich kann das nicht. Was denn noch? Sprechen soll ich mit ihm. Mit ihm soll ich sprechen. Vielleicht soll ich ihn ja noch in die Arme werfen. Was verlangt man denn von mir? Meine Mutter, das ist... Und vielleicht tut es sich was an. Man tut sich nichts an. Mit 23 Jahren tut man sich nichts an. Ich bin mehr als doppelt so alt wie er. Dann tut man nichts an. Ich weiß selbst nicht warum. Ja, warten Sie, ich komme gleich. Ist hier jemand? Ich frage, ist hier jemand? Gut, lassen Sie mich einen Augenblick hier allein. Es braucht mir nicht zu leuchten. Ich gehe dann vorne heraus. Hey, halt, lassen Sie mir die Lampe hier.
große Szene. Wahrhaftig eine große Szene, die Sie sich da ausgedacht haben. Junger Schauspieler stürzt sich auf die Bühne des Burgtheaters. Bravo! Ist das die einzige Szene, die Sie dem Theater zu bieten haben? Hier zu sterben, das will verdient sein. Wissen Sie, was das heißt, hier sterben zu dürfen? Den Leuten da unten zu zeigen, wie schön es ist, zu leben. Kommen Sie herunter! Aber gefälscht den Weg über die Treppe. Ist der Herr von Mieterer noch im Haus? Ja, ja. So jung sind Sie also, Herr Reiner. So jung. So unverschämt jung. Und das wollten Sie einfach wegschmeißen, weil etwas nicht in den Kram gepasst hat. 23 Jahre und einfach weg damit. Interessiert mich nicht, was es war. Was auch gewesen sein mag. Ich tausche mit dir, mein Junge. Ich tausche mit dir. Schweig. Weil du hier nicht spielen durftest, große Rollen. Deswegen gleich aus. Oh, Königin, das Leben ist doch schön. Der Liebe leichte Schwingen trugen mich. Nichts? Ich zählte 20 Jahre, Königin. Schön, nicht wahr? Überall ist das schön, mein Junge. Nicht nur hier. Auch auf Brettern, die über ein paar Fässer gelegt sind. Heute bist du gestorben. Hier. Hier in deinem Herzen bist du einen bittern Tod gestorben. Aber dass du ihn überlebt hast, mein Junge, das, nur das wird dir helfen zu werden, was du werden wolltest. Ein großer Schauspieler. Das gehört dir. Lassen Sie das Mädchen schlafen. Es hat nicht auf mich gewartet. Ein anderer wird es schon aufwecken. Machen Sie ruhig erst Ihre Runde. Die beiden brauchen Zeit und Ruhe. Schließen Sie das Theater zu. Gute Nacht.
klang so ahnungsvoll des Glockentones Fülle. Und ein Gebet war brünstiger Genuss, ein unbegreiflich holdes Sehnen, trieb mich durch Wald und Wiesen hinzugehen und unter tausend heißen Tränen fühlt ich mir eine Welt erstehen. Das Lied verkündete der Jugend muntere Spiele, der Frühlingsfeier freies Glück. Erinnerung hält mich nun mit kindlichem Gefühle vom letzten ernsten Schritt zurück. O tönet fort, ihr süßen Himmelslieder. Die Träne quillt.